kloppen sich ja schon gegenseitig wieder die Birne ein. Das ist doch fantastisch. Dafür bin ich hier. Okay. Und das große Finale 1 vs. 1 Tilted Towers ohne Bauen, ohne Treten und ohne Anspucken. Ich sitze auf einem Regentropfen. Ist das zu glauben? Ich glaube es immer noch nicht. Und damit einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT. Und heute gibt's Premiere, denn ich kann mal wieder angeben, ich habe ein neues Mischpult. Aber ihr werdet es eh nicht hören, weil der Typ mir das geklaut hat einfach mal. Du bist so ein arrogantes... Oh nein, 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 nein. So macht man das, meine Damen und Herren. Und die kloppen sich ja schon gegenseitig wieder die Birne ein. Das ist doch fantastisch. Dafür bin ich hier. Guckt mal, ich kann auch drücken, obwohl ich Traitor bin. Kappa, lol, Röffel, XD. Sag mal, wo habt ihr den Detective gelassen? Geh. Bitte gehen Sie nach Hause. Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da hinten, was macht der denn da hinten? Kloppen die sich gegenseitig die Birne ein oder was? So. Nee, also wenn, dann möchte ich mir mit die Birne einkloppen, weil ganz alleine... Mir zu gut sehen, macht einfach nicht so viel Spaß, wie wenn man sich mit die Birne einkloppt. Wenn wir was machen, wir sind ja heute schon ein bisschen weniger, also wenn wir was machen, machen wir das schon gemeinsam. Also so arrogant wollen wir doch heute nicht sein. Und ich bekomme immer dieses Holzschwert. Nein, 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 nein. Ha! Bitte, er rennt mir jetzt hinterher. Meine Menschenkenntnis ist heute wieder on top. Hier, ich drücke heute nur für dich den Knopf. Ist das nicht schön? Moment mal, er hat doch auch eine Levi-Mod-Kabel. Wieso wird bei ihm nicht Levi-Mod angezeigt? Okay. Also der, also Knossi, der ist sicher. Und Reef Key. Hier, drück Knopf. Okay. Ja, das war natürlich eine ganz wunderbare Idee von ihm. Besseres Gameplay gibt's überhaupt nicht auf dem Markt. Also was hier bei mir geboten kommt, das kriegt ihr hier nur frisch bei mir. Ja, kein Holzschwert. Heute wird vielleicht doch noch was Gutes passieren. Außer, dass ich diese Runde vielleicht von einem Trader abgeschlachtet werde. Aber vielleicht hau ich ihnen zuerst meine Selbstverteidigungstricks in... seine Buddha-Birne, aber ich bin mit Knossi Traitor geworden. Was? Okay. Oh, Scheibengleister, ey! Was soll denn das hier? Ich bin als einzigster Traitor. Wie mache ich das denn am besten jetzt? Okay. Okay, ich gehe einfach mit der Masse mit. Geh einfach mit der Masse mit und kill die da. Und dann fällt mir schon irgendwas ein. Nein, ich bin auch gestorben. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal drei Leute wegbekommen, ohne dass ich doch zwei Leute wegbekommen, ohne dass ich was gemacht habe und fast zwei Leute wegbekommen, ohne dass ich was gemacht habe. Alleine ist schon mal nicht schlecht. Was Knossi hier schon wieder veranstaltet hat, das ist mir ein Rätsel. Knossi, bitte benimm dich das nächste Mal bitte etwas mehr wie ein Kavalier.
dann passiert dir sowas Dummes auch nächstes Mal hoffentlich nicht mehr. Weil das finde ich jetzt schon ziemlich frech, dass ich jetzt hier schon wieder alleine meine Butterbrötchen verdienen muss. Ich bin nämlich Kopfgeldjäger, den mich niemand bestellt hat. Ich suche mir einfach, ich bringe einfach alles um, was läuft und dich bewegt. Und du bist es heute mal nicht. Tschüss. Hat der ernsthaft nur ein Holzschwert? Oder, was? Killt der jetzt? Was? Was ist denn mit dem? Wen jagen wir denn nun? Ich verstehe es nicht ganz. Seid ihr euch da überhaupt sicher, dass er ist? Ist er jetzt? Ach, er ist Winston gewesen. Kleiner Schlingel da oben. Wir wollen ja hier nicht noch mehr Verletzte haben. So, wer hat uns denn hier gerade geholfen? Der Autist. Okay, der Autist ist, denke ich mal, sicher. Der Detective, denke ich mal. Können wir höchstwahrscheinlich auch vertrauen. Das tote Mädchen, was tot ist, aber trotzdem noch lebt. Wer bleibt denn da noch? Der Chef? Ich wusste gar nicht, dass mein... Achso, Chef Möwe Erwin. Kenne ich nicht. Guten Tag, Chef Möwe Erwin und Wunderland. Oder die sind beide. Einer von euch. Oder beide. Bei der Anzahl können es auch beide sein. Nee. Nur einer. Das weiß ich nicht. Hey! Also, da... Nö. Also, da, das hat ich eins auf die Schnauze verdient. So, wo ist es? Da ist es. Du Luder. Runter da. Da runter. Schäm dich. Nein, ich wusste, dass das passiert. Bitte halten Sie 1,5 Meter Sicherheitsabstand ein. Nicht vergessen, Leute, ganz wichtig. Wir machen hier ganz strikt keinen Unterschied von echtem Leben oder Minecraft. Ich möchte auch nicht, dass mein Teddybär hier infiziert wird, weil dann darf ich am Ende nicht mal den Server betreten, weil ich Quarantäne habe. Das ist doch... Dann habe ich Quarantäne im Singleplayer und das ist doch blöd. Darauf habe ich echt keinen Bock. Aber mir bei Labby Mod eine Maske zu holen. Ja, ist überbewertet, ne? Chef Milve Erwin hat schon mal keinen Bock. Aber ich dachte gerade, hier haben wir schon wieder... Okay. Oh, Autisten Alex, bitte... Hä, was machst du denn da oben? Kommst du auch mal? Reefkey ist. Autisten Alex ist. Einer von den beiden muss ja sein. Also, für wen entscheiden wir uns? Sie bringen sich jetzt gegenseitig um. Okay, also bist du es. Wie? Unser Detective macht die Traitor-Strategie. Und er fühlt sich echt schon hintergangen, weil es eigentlich seine Strategie ist. Ernsthaft? Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten, ja, könnte ich die beiden hier noch den Schädel einhauen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute. Und das große Finale 1 vs. 1 Tilted Towers ohne Bauen, ohne Treten und ohne Anspucken. Jetzt hier live.